Seceriyet. Festtagsbrote! Frische Festtagsbrote! Hallo, mein Freund. Ein Brot für deinen Schatz? Nein, danke. Warum murmelst du einen Fluch vor dich hin? Der Magier sagte mir, ich muss das 200 Mal am Tag tun. Da ich im Schlaf nicht sprechen kann, mache ich es bei der Arbeit. Auch wenn ohne meinen Costa das Backen sehr schwer ist. Was ist mit deinem Costa? Dieses vermaledeite Regime. Er wurde verhaftet, weil er die Gewürzsteuer nicht zahlte. Und jetzt habe ich keinen Zimt mehr. Du brauchst wohl mehr als einen Magier. Das Regime setzt sogar eine Bäckerin so unter Druck. Ihr zu helfen würde ein Zeichen setzen, wenn auch ein kleines. Und ihr Brot riecht köstlich. Hier sollte ich unentdeckt bleiben.
Hey, wer bist du? Mach's nicht langsam! Da bist du ja! Bist du? Bürger von Memphis, seht diesen elenden Mann und seid gewarnt! Bist du der Costa? Ja. Das bin ich. Hier kommt keiner. Hey, da bist du ja. Verschafft mir mehr Zeit. Ich muss weiter.
Teta, die Bäckerin, bat mich, dich zu holen. Meine schöne Teta. Nun sehe ich ihr Gesicht doch noch, bevor ich sterbe. Ich bin schwach vor Hunger und Liebe. Trägst du mich zu Teta? Wenn es sein muss. Kannst du laufen? Ich bin sogar zu schwach zum Stehen. Im Ernst? Meine Kraft stammt von der schönen Teta. Weiß sie, dass du so für sie empfindest? Bis jetzt reichte mein Mut nicht aus, um ihr meine Liebe zu gestehen. Zudem bin ich ein gesuchter Mann. Allerdings, du hast deine Steuern nicht gezahlt. Das hat nichts mit Steuern zu tun. Ich werde dir alles erzählen, wenn wir wieder bei Teta sind. Teta, oh Teta, ihr Antlitz ist wie die Sonne. Teta, meine Liebe, ich komme zu dir. Rasch, nur noch ein kleines Stückchen, bis ich meine Liebste wiedersehe. Ah, der Mann ist schwer. Das liegt sicher an seinem Beruf. Wow. Wachse, o Licht! Tritt hervor, o Licht! Mein Kind! Endlich bist du gekommen. Wer ist dieser Mann? Er ist unser Erlöser. Seit vielen Jahren warte ich auf ihn. Was? Schnell! Hilf mir, mein Kind im Traum vor dem Tod zu schützen! Lasst uns das Ritual fortsetzen. Bring mir den Kessel! Ich bin der Meister der geheimen Dinge. Die Form der Seele, die im Himmel ruht. Ich bin der Diener des großen Gottes, der uns Licht im Überfluss spendet. Meine Herrin hört dich nicht. Ich bin der Gefährte der Flamme, in deren Schlund das Feuer nicht erlischt. Beeilung, Krieger, den Kessel. Ich bin der Meister der geheimen Dinge. Die Form der Seele, die im Himmel ruht. Ich bin der Diener des großen Gottes, der uns Licht... Sobdet, zeige dich hier und heute und antworte mir ohne Lug und Trug. Lass dir die Augen öffnen. Bar jeder Nässe, tritt hervor aus dem Strom. Zobdet, öffne ihnen die Augen. Lass dir die Augen öffnen.
nicht vom Weg abkommen. Was ist das für ein gottverlassener Ort? Ich muss in Bewegung bleiben, sonst verschlingt mich die Wüste. Seelenfresser. Oh, ihr Torwächter, die ihr die Pforten bewacht, die ihr Seelen fresst und auch die Körper der Toten verschlingt. Welche Reise liegt hinter mir? Was habe ich alles gesehen? Ich bin nur einer von euch. Anubis, Herr der Toten! Hat mich dieser alte Narr vergiftet! Ah, Neck! Gift! Mein Herz wirst du nicht verschlingen! Es ist verletzbar. Ich nehme den Bogen. Ich fege den Himmel damit. Reh, beschütze mich. Thank you.
der, der den Vernichter zurückschlagen wird. Er wird schwächer. Ich nehme den Bogen. Ich fege den Himmel damit. Ich bin der, der die Kordel bindet und der den Schrein versiegelt. Mein Herz wirst du nicht verschlingen! Der, der den Vernichter zurückschlagen wird. Bekommst du nichts, Vernichter! Du wirst den Zorn des Sonnengottes spüren! Meine Zeit ist noch nicht gekommen! Kehre zum Meer des Chaos zurück! Kehre zum Meer des Chaos zurück! Ich gehe nicht in das Tal der Dunkelheit! Mich bekommst du nicht, Vernichter!
Meine Zeit ist noch nicht gekommen! Vernichten! Stirb, Seelenfresser! Ich komm! Papo? Bringst du mir das Jagen bei? Sie sind zurück, sicher vor dem, der ihre Augen im Dunkeln schließt. Mein Kind lebt. Reiset die Götter. Was siehst du? Dein Feind und der Ihre sind derselbe. Lehne das Essen im Tempel ab. Er, der es macht, vergiftet deinen Leib mit dem Fleisch der Toten. Geh und erschlage den Frevler und erlöse Memphis von dem Bösen.
Gepriesen sei er, der uns alle erlösen wird. Ah ja. Mein Liebster. Geht es dir gut? Viel besser, wenn ich dein Gesicht sehe. Da ist etwas Fremdes in deinen Augen. Was beschäftigt dich? Träume. Von unserem Sohn. Ayek. Die Frau des Hohepriesters wurde vergiftet. Ihr Seher behauptet, dass der Giftmischer unser Feind ist. Die Echse? Ich glaube schon. Der Apis-Stier steht auch an der Schwelle des Todes. Gehen wir zum Tempel. Unterwegs sprechen wir über deine Träume. Komm, mit dem Boot geht es schneller. Also, wie fühlt es sich an, der Magi von ganz Ägypten zu sein? Manchmal ist es wie einen Ameisenhaufen zu hüten. Aber ich bin stolz, den Bedürftigen zu helfen. Das bin ich auch. Und stolz, der Königin zu dienen. Hast du den Hohepriester gesprochen? Ja, vor der Ankunft der Königin. Sie kommt nach Memphis? Ja. Die verbannte Herrscherin kommt ins Herz des alten Ägyptens. Das wird dem jungen Ptolemäus nicht entgehen. Mein Herz springt vor Freude, dich zu sehen, Bayek. Ah ja. Du bist der einzige Lichtblick in meinem Leben. Ich will dich wieder an meiner Seite. Ich bin an den Dienst der Königin gebunden. Und unser Bund? Bedeutet so viel wie immer. Aber wir kennen die Taten des Ordens. Bekämpfen wir ihn Schulter an Schulter. Ich gab der Königin mein Wort. Was tat sie für dich, das ich nicht auch tat? Sie hebt meinen Blick zum Horizont. Ich werde unseren Verlust immer betrauern. Immer. Doch ich muss eine Welt schaffen, die größer ist als unser Schmerz. Auf das keine Mutter mehr durchmachen muss, was ich erlebt habe. Wenn ich die Echse getötet habe. Wenn du die Echse getötet hast, verlasse ich Memphis. Dann folge ich dir. Lass uns gemeinsam jagen, so wie früher. Du sprachst von beunruhigenden Träumen. Willst du mir von ihnen erzählen? Nein. Ich möchte dich nicht belasten. Irgendwann müssen wir darüber reden, wenn der Sand sich legt. Wenn der Sand sich legt. Wann wird das sein? Bald, hoffe ich. Wo sollen wir anfangen? Geh du zum göttlichen Stier. Ich spreche mit den Priesterinnen. Ach, natürlich. Lass mich nur den Stall ausmisten.
Hey, fütterst du den Apis-Stier? Nein. Um sowas kümmern sich für gewöhnlich die Priesterinnen. Weißt du, wo sein Futter gelagert wird? In dem Gebäude, dort drüben bei der Treppe. Aber es wurde abgeschlossen, als der Stier krank wurde. Hab Dank. Das Futter könnte schuld an der Krankheit sein. Aber ich muss ganz sicher gehen. Ich brauche mehr Beweise. Futter für den Stier. Der Rest wird vermutlich in diesem Schuppen gelagert. Pfirsichkerne. Wenn der Apis-Stier damit gefüttert wurde, erklärt das seinen Zustand. Und diese Kette hier. Eine der Zwillingspriesterinnen hat so etwas getragen. Mal sehen, ob eine von ihnen weniger um den Hals trägt. Seid gegrüßt. Wie ich dachte. Eine der Priesterinnen trägt ihre Kette nicht. Wie lange dient ihr schon in diesem Tempel? Das ist eine heimtückische Art, ein Tier zu vergiften. Meine Schwestern, das war sicher ein Versehen. Einer, vielleicht. Aber kein Scheffel. Wir mussten Pankratius retten! Hä? Wen? Unseren Bruder! Banditen haben ihn verschleppt, als wir über den Markt gingen. Sie zwangen uns, den Gott zu vergiften. Sie wollten unserem Bruder den Krokodilen vorwerfen, wenn wir... Wir haben seitdem keine Nacht geschlafen. Es tut mir so leid. Wir hatten keine Wahl. Wir wollten nicht... Hier ist etwas faul. Das hier ist kein Fluch. Der Orden wird dahinter stecken. Geh ohne mich zum Tempel der Hathor. Ich lasse die Zwillinge nicht allein. Was stimmt nicht mit dir? Wow. Zeit! Ich muss weiter! Verschafft mir mehr Zeit! Ich muss weiter! Thank you.
helfen. Her! Wow. Ha! Jetzt muss ich vorsichtig sein. Lass mich nicht zurück bei diesen abstoßenden Banditen! Bist du Pankratis? Das bin ich! Preis die Götter, dass sie einen starken Krieger zu meiner Rettung schicken! Du bist verwundet. Ich trage dich nach Hause.
Erzähl mir von deiner Entführung. Ich spreche lieber nicht im Freien darüber. Und außerdem machen mich meine Wunden wirklich sehr müde. Was? Nichts. Ich werde mich trotzdem vorsehen. Ob es hier sicher ist. Empress
der Pinheri. Nun hält die Augen. Hier ist mein Haus. Bevor wir hineingehen, lass uns reden. Ich erspare meinen Schwestern lieber die hässlichen Details meiner Geschichte. Natürlich. Der Mann, der meine Entführung befahl, ist ein Priester des Anubis im großen Tempel. Ein Priester aus Pascherentas Zirkel. Wie kann ich ihn finden? Er trägt einen blauen Schal und hat schrecklichen Husten. Die Echse. Sie ist gezeichnet. Hankretes! Bist du verletzt? Wurdest du misshandelt? Sie haben mich gefesselt und gaben mir nichts zu essen, außer trockenen Brotresten. Und? Das ist das Werk der Echse. Also werde ich meine Hände mit dem Blut eines weiteren Priesters beflecken. Der Orden ist überall. Zum Schutze Ägyptens wäre ich bereit, auch 1000 Priester zu töten. Wir sind der Gewalt verpflichtet. Jetzt. Und für immer. Pascherenta muss davon erfahren. Er wartet am Palast. Ich habe Pferde für uns bereit. Worauf wartest du noch, mein Lieb? Reiten wir um die Wette, wie damals in Siwa? Ah, nur wenn du bereit bist zu verlieren. Gewagte Worte. Mal sehen, ob du auch lieferst. Friss mein Staub! Und was bekommt der Gewinner? Das erfährst du nie. Du bist langsamer als Ramses und der ist schon ein paar Jährchen tot. Das hältst du nicht lange durch. Wollen wir wetten? Schneller, mein Pferd, schneller! Ich habe etwas zu beweisen. Haha! Das erwartete Ergebnis. Wenn du so sicher bist.
fordere ich Revanche. Keine Zeit. Was hat das zu bedeuten? Die Königin wird reden. Hören wir ihr zu. Solange sie herrschen, liegt ein Fluch über dem Land, der die Nilflut versiegen lässt. Aber wenn die lebende Göttin erst wieder den Thron besteigt, wird das Wasser aufs Neue fließen. Durch uns strahlt Memphis wie in Gold gefasste Rubine. Durch uns wird Ägypten triumphieren. Wir dürfen sie nicht verlieren. Sie müssen unsere Stimme als göttlich erkennen. Meine Königin. Ist der Apisstier immer noch krank? Wir kennen jetzt den Grund seiner Krankheit. Er wurde vergiftet. Wer war es? Die Zwillingspriesterinnen. Koche sie zu Tode in einem Bronzebullen. Göttin, nein. Sie wurden erpresst. Ihr Bruder ist von einem Priester mit blauem Schal und starkem Husten entführt worden. Hetepi. Aber er gehört zu meinen engsten Beratern. Die in unserem Schatten leben, sind am wenigsten vertrauenswürdig. Wenn sogar Hetepi gegen mich arbeitet. Deine Familie wurde bedroht von ihm. Doch jetzt ist sie sicher. Wir überstehen das. Die Priester des Anubis feiern ihre Riten im großen Tempel. Such nach ihren Masken. Meine Klinge ist genauso gut wie seine. Nein, Aya. Lass mich. Völlig egal, wer den Priester tötet. Bringt es zu Ende, bevor wir nach Herakleion aufbrechen. Warte. Tanun, der Vater, sende Kraft in deinen Arm. Oho! Magi! Magi! Komm her! Was will dieser Schiffer? Magi! Komm und setz dich zu mir! Würdest du mich vielleicht als Reisegefährten akzeptieren? Dann gebe ich mir einen Titel. Wie wäre es mit Tutmosis der Furchtbare? Ich reise allein. Natürlich. Hast du das vom Palast gehört?
Von den Horden von Krokodilen dort? Schrecklich! So viele Tote! Ich wurde angeheuert, die Bestien zu erschlagen. Doch jemand reizt sie, indem er Blut ins Wasser kippt. Und du willst meine Hilfe? Ja, ja! Dir macht ein Krokodilbiss so viel aus wie anderen ein Bremsenstich. Töte die Krokodile beim Palast und mein halber Lohn gehört dir. Was sagst du, Magi? Ich bin ein guter Krokodiletöter. Ach, ich wusste, auf dich ist Verlass. Magi der Mächtige, Magi der Majestätische, Magi der... Vergiss es. Am Nordrand der Stadt gibt es eine verborgene Höhle. Triff mich dort heute Nacht. Moment. Krokodil reimt sich auf Besenstiel. Das merke ich mir. Neck! Der Krokodilgott selbst würde weniger Unheil stiften. Sie sind viel reizbarer als sonst. Na bitte. So viele tote Krokodile sollten genug für Tutmosis sein. Viele Krokodile. Ah, oh nein, er färbt auf mich ab. Ugh.
Suja! Magi, was ich hier vor mir sehe, lässt mir das Blut in den Adern gefrieren. Der Palast quillt über vor Sobeks Toten. Hast du gesehen? Im Becken menschliche Leichenteile als Krokodilköder eingesetzt. Oh, wie grauenhaft! Warum? Wer weiß, warum Übeltäter Übles tun. Ich kam gerade rechtzeitig, um zwei Leute Leichen auf Boote laden und wegreiten zu sehen. Ich setze diesem Treiben ein Ende. Natürlich wirst du. Und als dein treuer Gefährte schicke ich dich in die Richtung dieser Unruhestifter. Einer ging auf den Palast zu und der andere machte sich zum Mumifizierungstempel auf. Hier ist mein halber Lohn, wie versprochen. Ich treffe dich bei meinem Boot. Du hast ein leichtes Leben, oder? Ziehst von Ort zu Ort, siehst die Welt. Leicht würde ich nicht sagen. Whoa. Einer der Schurken, die die Krokodile so aggressiv machen. Stirb, du Sau!
Subeks Kinder werden jetzt friedlicher sein. Aus dem Weg! Ich bring dich um! Hey! Hab dich! Du hättest nicht herkommen sollen! Verstorbene, vergebt mir die Störung eurer Ruhe. Bitte gewährt mir Einlass. Thank you.
Nur einer dieser Priester muss sterben. Ich muss mit Bedacht zuschlagen. Seid gegrüßt, Priester. Möge dein Herz frohlocken, Magi. Freude ist rar, solange Memphis am Gestank des Todes erstickt. Ich möchte Pascherentas Beschwerde vom Informantentisch besprechen. Ah ja, wir suchen jemand Fähiges zur Untersuchung dieses Grabes. Die meisten haben zu viel Angst vor den Dämonen da drin. Aber Dämonen fürchten Priester. Warum geht ihr denn nicht selbst? Ich bin ein Gefäß der Götter. Mein Beitrag ist das Gebet. Dann gehe ich zu den Dämonen. Betet, dass mich euer Glaube schützt. Ptah behüte dich. Hey, da müssen ja selbst die Schwalben. Stirb, du Sau! Alarm! Angriff! Da bist du ja! Ich kann kaum atmen. Ich komme der Quelle dieses Gifts immer näher. Verstorbene, vergebt mir die Störung eurer Ruhe. Bitte gewährt mir Einlass. Diese Mumien sind intakt. Von ihnen kommt der Gestank nicht. Das soll den Gestank vertreiben. Jemand war erst vor kurzem hier. Jemand ohne Angst vor Dämonen. Was im Namen der Götter ist diese Fäulnis? Ich sollte nach ihrer Quelle suchen. Die Mumien. Die Mumien. Sie verrotten. Das ist ein Vergehen gegen die Toten. Hier.
Das Fleisch ist verfault, aber die Bandagen sind intakt. Sind die Bandagen intakt, liegt der Fehler beim Einbalsamieren. Die Angst vor Dämonen ließ das Verbrechen unentdeckt. Ich werde den Mumifizierungstempel besuchen. Das Bewachen der Tempel war einst eine heilige Pflicht, die den Magi oblag. Und nun tut es niemand mehr. Sei mit dir. Möge Osiris über die Reise deines Lieben wachen. Ich brauche deine Dienste nicht. Ich inspiziere den Tempel. Du bist kein Priester. In wessen Namen entweihst du unsere Hallen? Im Namen des Hohepriesters. Schick einen Boten, wenn du es nicht glaubst. Ach ja. Der arme Pascharenta. Der Fluch lastet schwer auf uns allen. Mir sind 2 Einbalsamierer weggelaufen, seit das alles anfing. Und derzeit gibt es ja nur Ungelernte, um sie zu ersetzen. Diese ungehobelten Klötze. Hoffentlich werde ich sie bald wieder los. Ich freue mich auf ein Treffen. Werden die Leichname hierher gebracht? Ja. Dies ist das Tor zum Ibu. Zum Ort der Läuterung. Die Toten werden von ihren Familien hergebracht. Wir waschen sie mit den Tränen, die die Götter bei Osiris Tod vergossen. Vielleicht ist es auch nur Wasser. Wer weiß. So früh werden die Mumien sicher noch nicht manipuliert. Der Mann ist vermutlich unschuldig. Was machst du? Ja, ich weiß. Du willst wissen, was ich hier mache. Ich wasche die Körper der Toten. Es ist eine Arbeit. Und die mache ich seit 10 Jahren. Da gibt es wenig zu erzählen. Ein Mann von meinem Schlag. Aber nicht ganz unverdächtig. Ist deine Neugier befriedigt? Noch nicht. Mach schneller. Du störst unsere Arbeit und die Totenruhe. Ich möchte dich wirklich nicht zum Feind haben. Ich habe keine Feinde und auch keine Geheimnisse. Und so entfernen wir das Gehirn. Nutzloses Organ. Nun werde ich die Flanke öffnen und entnehme die Leber, den Magen, die Lungen und den Darm. Sie verwesen als erste Teile des Körpers. Faszinierend. Wir kriegen hier fast nie Besuch. Komm jederzeit gerne vorbei. Freundlichkeit ist ein guter Deckmantel. Aber ich verdächtige ihn nicht. Arbeitest du da vielleicht mit Salz? Kein Salz. Natron. Es trocknet den Körper aus und verschandelt mir die Hände. Ich habe überall Verbrennungen, aber in letzter Zeit ist es besser. Ist das Natron irgendwie anders? Die Textur ist leicht verändert.
pulvriger. Sie müssen einen neuen Zulieferer haben. Wenn du mehr über Natron wissen willst, sprich mit dem Mann da hinten. Wenn Natron die Körper austrocknen soll, dann stimmt wohl etwas mit dem Natron nicht. Ich sollte mit dem Arbeiter draußen reden. Ihr trocknet die Leichen mit Natron? Wer bist du denn? Ein Tempelinspektor. Klar. Wird auch Zeit, dass du kommst. Memphis stinkt seit Monaten wie die Pest. Ich vermute ein Problem mit dem Natron. Woher stammt es? Ganz aus der Nähe. Wird von guten Männern am Kanal bewacht. Vorsicht vor Krokodilen. Und Echsen. Sagtest du Echse? Sagt dir das etwas? Man munkelt so etwas in der Taverne. Nur Gerüchte. Wenn du nichts Handfestes bieten kannst, gehe ich wieder. Warte. So viel kann ich dir sagen. Unser Natron ist verunreinigt. Mit Sand. Geh zum Lagerhaus, gleich nördlich vom großen Tempel. Die Götter seien mit dir. Die Mumien verrotten also wegen des unreinen Natrons. Dann sehen wir mal in dem Lagerhaus nach, von dem er sprach. Hier ist das Lagerhaus. Ich muss vorsichtig sein. Nur die Schuldigen entehren die Unschuldigen. Mögen die Götter gnädig sein. Tja! Salz ist billig. Es steckt mehr als Gold hinter dem Verbrechen. Gold hatte damit nichts zu tun. Ein Priester mit einer blauen Schärpe hat es angeordnet. Das hat er mir angetan.
Er sagte, er täte dasselbe mit meiner Tochter. Ich brachte das Unheil über die Stadt, nur um sie zu schützen. Ich schwöre es. Bitte! Hilf mir, und ich beende es. Hier. Ich behielt sie. Nimm sie. Ich schick den Verfasser zur Verschlingerin. Das Siegel des Anubis. Ein Priesterstempel. Weißt du, wieso der Leib... Hab ich dich! Da hat wohl doch so ein Scheißkerl zugehört. Ma'at wird im Jenseits über euch richten! Nun schlafen die Toten von Memphis wieder ruhig. Bededuk ani kayıt. Kayıt besesin gere. Wie kann ich helfen? Ist gut. Günstige Winde und sichere Straßen. Ich nehme es. Sich in deiner Hände verkratzt.
Mach's gut und viel Glück. Dank. Ein fairer Preis, nicht wahr? In Ordnung. Gehabe dich wohl. Freund, kommst du, um zu handeln? Ich nehme es. Günstige Winde und sicher...